Willkommen zum nächsten Video der Berufsschule 7. Wir beschäftigen uns heute mit SQL-Befehlen und zwar mit dem Union. Zielgruppe ist im Wesentlichen 12. Klasse Anwendungsentwickler. Was wir ja schon kennen, sind Verknüpfungen von Tabellen. Gucken wir uns das mal ein Beispiel an. Wir haben jetzt hier eine Kundentabelle und dort gibt es jetzt drei Spalten: die Kunden-ID als technischer Schlüssel, der Name des Kunden und dann eine M-ID, das ist die Mitarbeiter-ID. Wer soll sozusagen den Kunden betreuen? Und hier haben wir jetzt einfach ein paar Datensätze mit irgendwelchen Kunden und jeweils eine Mitarbeiter-ID, jeweils der 2 oder der 4. In der Mitarbeitertabelle haben wir jetzt auch wieder einen Schlüssel, Mitarbeiter-ID, Name und Abteilung. Und dann sehen wir, haben wir hier auch vier Mitarbeiter und die beiden aus der Verkaufsabteilung, der Herr Müller und der Herr Schmidt, die gehören jetzt sozusagen zu den Kunden. Der Herr Müller hat jetzt hier an der Stelle den Herrn Meier, den er betreut, und gleiches gilt für den Herrn Kunz und für den Herrn Kraus. Und der Herr Schmidt betreut den Herrn Becker und den Herrn Zimmer. So, das ist mal die Idee und was wir jetzt hier machen können, wir können einen Join realisieren. Und dieser Join ist relativ einfach. Ich hole mir einfach alles von beiden Tabellen, Select Stern, From, dann der Kundentabelle und ich verjoine sie mit der Mitarbeitertabelle über diese Mitarbeiter-ID. Das Ergebnis sieht dann so aus, dass wir einfach neben jedem Kunden den zugehörigen Mitarbeiter stehen haben. Also das wäre jetzt ein einfacher Join. So, das heißt, das ist jetzt momentan eine Möglichkeit, zwei Tabellen zu verknüpfen. Es gibt aber noch eine zweite. Wenn wir versuchen, diese Namen untereinander zu schreiben, sagen wir mal, der Chef würde gerne an jeden, mit dem er zu tun hat, eine Weihnachtskarte schreiben, also an alle Kunden und an alle Mitarbeiter. Dann kann er mit dem Join nichts anfangen, er möchte eben tatsächlich die Namen untereinander haben. Etwa so. Ja? Jetzt haben wir hier die ID. Woher die kommt, wissen wir jetzt momentan nicht, aber es stehen auf jeden Fall mal alle Namen untereinander. So, und wie können wir so ein Select realisieren? Also mit Join geht es nicht, weil der Join die Daten ja, wie gesagt, nebeneinander schreibt. Wir haben jetzt erstmal noch unsere beiden Informationen oder Informationsgruppen. Und zwar sehen wir hier die Daten aus der Kundentabelle. Das waren unsere fünf Kunden. Also Select Kunde-ID, S-ID. Ich habe jetzt mal die Spalte umbenannt, weil wir ja hier zwei unterschiedliche IDs haben. Dann Name, From Kunde. Damit haben wir jetzt alle Kunden. Und hier unten steckt jetzt das Select auf die Mitarbeitertabelle. Ja, also Select M-ID, S-ID wieder. Name, From Mitarbeiter. Und alles, was wir jetzt tun müssen, ist hier dazwischen einen Union zu schreiben. Damit haben wir jetzt genau diese Datenmenge erzeugt. Und deswegen ist auch nach diesem ersten Select kein Semikolon, sondern das ist erst ganz unten, weil eben dort hört unser Befehl erst auf. So, was ist beim Union zu beachten? Also eine Union oder ein Union ist eine vertikale Verknüpfung von Tabellen. Ja, also nicht horizontal, sondern vertikal. Dann müssen die Spaltenzahlen übereinstimmen. Es ist nicht notwendig, dass von allen Selects die Spaltennamen identisch sind. Er nimmt im Prinzip, also bei MySQL ist das so, nimmt er einfach die erste Überschrift, also vom ersten Select die Überschriften und alle anderen werden einfach drunter geklopft. Und was jetzt noch wichtig ist, die Ergebnismenge beim normalen Union ist distinkt. Was bedeutet das? Distinkt heißt, dass keine Doppelungen auftreten. Beispielsweise haben wir jetzt hier die ID 5 mit Zimmer zufällig zweimal, einmal ganz unten, einmal ganz oben. Das heißt, aus purem Zufall ist halt in der Mitarbeitertabelle mit der ID 5 ein Herr Zimmer und in der Kundentabelle ist halt irgendwie auch ein Zimmer, zufällig eben auch bei der 5. Und bei so einer Situation würde uns das Union an der Stelle einen von den beiden rausschmeißen. Welcher das ist, wissen wir eigentlich nicht, weil sie sind nicht unterscheidbar. Gut, von der Reihenfolge her könnte man es ja ahnen, aber nochmal, die sind eigentlich identisch und somit können wir hier nicht sagen, welcher von den beiden rausgeschmissen wird, weil es schlichtweg egal ist. Nun, wir können dieses Verhalten unterbinden, indem wir hier ein All, also ein Union All hinschreiben und dann würde dieser Herr Zimmer sowohl oben als auch unten auftauchen.
Jetzt ist es natürlich ein bisschen doof, wenn sie nicht unterscheidbar sind, die beiden Datensätze. Und da haben wir jetzt noch eine zweite Möglichkeit, das ganze Problem in den Griff zu kriegen. Und zwar schreiben wir jetzt hier einfach eine neue virtuelle Spalte rein und belegen die einfach mit einem K oder einem M. K steht für Kundentabelle, M für Mitarbeitertabelle. Das heißt, unser Ergebnis bekommt jetzt einfach eine weitere Spalte. Und diese Spalte kann jetzt eben dafür genutzt werden, diese beiden Herrn Zimmer oder Frau Zimmer voneinander zu unterscheiden. Einmal steht ein K dran, einmal ein M. Und gerade für Auswerte und Statistiktabellen ist es manchmal ganz, ganz sinnvoll, wenn man weiß, wo diese Daten herkommen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Unternehmen mit ganz vielen Tochterunternehmen und die liefern halt fleißig ihre Informationen über die Interfaces rein. Und Sie haben jetzt sozusagen eine Sichtweise auf diese ganzen Daten, indem Sie einfach ein Union bauen, das aus allen diesen Tabellen die Kunden-IDs oder was auch immer zusammenstellt. Und dann können Sie eben mit Hilfe von diesen Source dann noch hinterlegen, von welchem Tochterunternehmen die Daten kommen. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine Anwendung für dieses ganze Thema. Schauen wir uns noch einen weiteren Fall an. Und zwar, dazu wiederholen wir nochmal das Thema Join. Wir kennen ja einen normalen Join, also Select Stern from Kunde K, Join Ort O, also wir haben jeweils ein Alias verpasst und dann on K Punkt, also Kunde Punkt Postleitzahl gleich O wie Ort Punkt Postleitzahl. Ob jetzt die Datenhaltung so sinnvoll ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Für dieses Beispiel ist es auf jeden Fall ganz, ganz praktisch. So, der Join macht jetzt nichts anderes, wie er sucht von der linken Tabelle und von der rechten Tabelle jeweils ein Match und schreibt die dann nebeneinander. Und in dem Fall, nachdem wir hier weder links noch rechts irgendwelche Doppelzuordnung haben, können wir die einfach nebeneinander kleben. Ja? Das heißt, das, was wir jetzt hier rot umrandet sehen, das ist das, was ein Inner Join als Ergebnismenge ausgeben würde. Ja? Und deswegen Inner Join, weil die innere Schnittmenge übergeben wird. Wenn ich da jetzt ein Left Join oder ein Left Outer Join draus mache, dann wird von der linken Tabelle alles übernommen und von der rechten Tabelle nur das, wo ein Join-Partner gefunden wird. Ja, und bei der rechten Tabelle ist dann dort beim obersten Datensatz beim Herrn Meier stehen dann eben die Nullwerte drin, weil es dazu ja keinen Join-Partner gegeben hat. Das wäre jetzt ein Left Outer Join. Der Right Outer Join funktioniert genauso, nur dass halt jetzt hier von der rechten Tabelle alle Daten übernommen werden. Und auch hier würde jetzt dort, wo an der linken Tabelle, wie beim letzten Datensatz Neukirchen, kein Kunde zuordbar sein, dann müsste halt hier entsprechend die Null stehen. Also insofern nichts Neues. Es gibt aber auch Datenbanken, die einen sogenannten Full Outer Join unterstützen. Da haben wir dann wirklich von allen Tabellen alles. Und würden dann jeweils null dort reinschreiben, wo wir keinen Join-Partner gefunden haben. Aber MySQL kann keinen Full-Outer-Join, zumindest Stand heute nicht. Vielleicht wird es mal geändert, aber Stand heute kann MySQL das nicht tun. Und insofern müssen wir uns was überlegen. Und eine Möglichkeit ist, dass wir das uns selber zusammenbauen mit Hilfe eines Union. Wir nehmen jetzt mal einen Left Outer Join, das heißt von der linken Tabelle nehmen wir alles und von der rechten Tabelle nehmen wir jetzt auch alles. Ja? Also wir haben jetzt hier ein Left Outer Join und ein Right Outer Join und mit Hilfe eines Union können wir die jetzt zusammenkleben. Das heißt, wir haben jetzt genau die gleiche Ergebnismenge wie bei einem Full Outer Join, aber eben mit Hilfe eines Union zusammengesetzt. Ja, jetzt kann man überlegen, im Moment, die waren doch doppelt, aber wir wissen ja, der Union ist distinkt. Wer dem Ganzen nicht traut oder sich dabei Performance-Vorteile erhofft, kann hier an der Stelle dann noch über eine Bedingung jetzt von der rechten Tabelle die Schnittmenge sozusagen rausnehmen, ja, indem er quasi nur das nimmt, wo von der Kundentabelle die Kunden-ID null ist. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, der Union ist von per se aus erstmal distinkt, was die Ergebnisgenerierung angeht. Ja, damit haben wir unseren Full Outer Join gebaut. Also, wie gesagt, wäre jetzt ein Use Case für Union.
Dann habe ich noch einen zweiten Use Case, würde ich hier eher in Anführungsstrichen setzen. Und zwar schauen wir uns Folgendes an. Wir haben jetzt hier eine Tabelle für Kunden. Da gibt es jetzt eine ID, Name, E-Mail und Geburtsdatum, was auch immer, egal. Da haben wir jetzt ein paar Daten drin. Und dann gibt es eine zweite Tabelle. Das wäre die Produkttabelle mit einer ID, Namen, Preis und irgendwelche Kategorie. Und da schreiben wir jetzt einfach auch ein paar Datensätze rein. Und was ich jetzt möchte, ist, die Werte für die Produkttabelle mit Hilfe einer Webanwendung, die, ich sage jetzt mal, im Backend sehr unschlau gestaltet ist, raus extrahieren. Haben wir jetzt einfach so einen Fake-Shop, so einen Webshop. Und hier möchte ich jetzt einfach die Kategorie eingeben mit dem Submit-Button, dann eben die entsprechend passenden Werte holen. Also ich gebe hier beispielsweise Buch ein, dann klicke ich drauf und dann passiert Folgendes. Ich habe hier ein Select, das sagt Select ID, Name, Preis von der Produkttabelle. Für die gilt, Category ist gleich und jetzt kommt hier der Input. Wenn ich das so mache, also das wirklich mit String-Konkatenieren zusammenbau, dann mache ich sicherheitstechnisch einen ganz groben Fehler. Das sei jetzt nur nochmal erwähnt, nicht, dass einer von euch irgendwie glaubt, so macht man das. Das wäre jetzt eine sehr schlecht gestaltete Webseite, weil sie etwas erlaubt, was eben auf jeden Fall verhindert werden muss, nämlich SQL Injection. Und üblicherweise würden wir das mit Prepared Statements eben verhindern. Aber wir haben jetzt hier einfach mal eine schlecht gestaltete Seite und dann gucken wir mal, was da passiert. So, also das Buch wird hier eingetragen, dann sieht die Datenbank diese beiden Werte und die werden dann auch geschrieben. Wird dann irgendwie eine HTML-Tabelle eingebaut und dann sehe ich halt hier entsprechend genau das, was ich angefragt habe. So, ja, und jetzt gucken wir uns das mal live an. Ich habe jetzt hier eine Seite, hier gebe ich jetzt Buch ein und gehe auf Daten absenden und dann sind die Bücher da. Jetzt kann ich auch mal die andere Kategorie eingeben, Rechner absenden und dann steht da der Taschenrechner drin. So, und jetzt mache ich Folgendes. Ich gebe Buch ein, schließe jetzt mit einem Hochkomma diesen Befehl ab und sage jetzt Union und mache jetzt ein Select auf eine ganz andere Tabelle. Also ich überlege mir jetzt, ja, wahrscheinlich gibt es eine ID, Name und E-Mail, irgendwie sowas muss es wahrscheinlich in einer Tabelle geben. Wahrscheinlich sind die Kunden in der sogenannten Customer-Tabelle und am Schluss hänge ich noch so ein Hashtag dran, damit alles andere rausgekürzt wird oder rauskommentiert wird. Und was rauskommt, ist jetzt tatsächlich oben die beiden SQL-Bücher, eben mit den entsprechenden Daten, weil ich habe ja Buch als Kategorie eingegeben. Und drunter habe ich jetzt tatsächlich Daten aus einer ganz anderen Tabelle, weil genau dafür ist der Union ja da, eben aus verschiedenen Tabellen Daten zusammenzuklamüsern. Also hier sieht man jetzt, dass der Union da, wenn die Datenbank oder wenn die Applikation, die im Hintergrund läuft, sehr schlecht gestaltet ist, hier Tür und Tor für eben ganz wilde Datenbanksachen öffnet. Und deswegen hier quasi nochmal der Hinweis, den ich ja auch schon mal woanders gegeben habe. Bei der Nutzung von SQL in Applikationen, die jetzt von irgendwelchen Usern, vielleicht sogar noch anonymen Usern bedient werden kann, dann bitte eben nicht einfach mit String konkatenieren, das SQL-Statement zusammenbauen, sondern eben mit Prepared Statements arbeiten, je nachdem, welche API Sie da verwenden oder welche Programmiersprache, ob Sie jetzt PHP nehmen oder Java oder C#, dann entsprechend dort die vorbereiteten Mechanismen verwenden, dass genau sowas verhindert wird. Aber das ist zumindest mal ein ganz markantes Beispiel, was man mit dem Union so alles an Unsinn treiben kann. Ja, das war es auch schon, war jetzt ein kürzeres Video, aber war mal ganz nett eben zu sehen, dass man eben Tabellen auch untereinander schreiben kann und vielleicht wird es dem einen oder anderen ja auch mal im Leben weiterhelfen. Ja, dann bis zum nächsten Video und wie immer dranbleiben.